jetzt, wo endlich der Frühling kommt, dachte ich mir, kann man seine ganzen alten Winterschals abwerfen, also irgendwo in den Keller tun, auf dem Dachboden, wo auch immer, und kann endlich mal wieder schöne Ketten rausholen. Ja, und ich bin ein großer Liebhaber von Statement-Ketten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe wirklich einige. Und ich glaube, bei vielen ist aber die Schwierigkeit, weil sich die Frage stellt, wie soll ich sie kombinieren? Oder geht es euch auch so? Also mir ging es schon oft so. Eine wunderschöne Kette, aber dann die Frage, ja, aber wie soll ich sie kombinieren? Außer natürlich mit irgendeinem einfachen T-Shirt oder so. Und ja, deswegen dachte ich mir, mache ich mal so ein Video, wie man Statement-Ketten kombinieren kann. Und das mache ich in Zusammenarbeit mit der lieben Leo Lieb zusammen. Ja, und wir haben uns da ein paar Outfits ausgedacht. Um genau zu sein, sind es 3 Outfits geworden. Einmal ein sportliches, dann ein schickes und ein ja, eher lässigeres Outfit, also so ein bisschen casual. Und ja, dann würde ich sagen, ich zeige euch jetzt mal die Outfits. Und ihr könnt mir ja dann gerne schreiben, was ihr dazu sagt, was ihr von diesen Ideen haltet oder ob ihr noch andere Ideen habt, wie man Statement-Ketten gut kombinieren kann. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit den Outfits. Das erste Outfit, was ich euch zeige, ist zwar auf der einen Seite sehr sportlich und alltagstauglich, aber hat gleichzeitig auch etwas Schickes an sich. Und ich zeige euch zum einen erstmal die Accessoires, die ich trage. Zum einen ist es dieser Ring. Der ist von Primark, aber schon ungefähr ein Jahr alt. Das ist halt einer in einem schönen Koralleton. Und dazu passend trage ich auch noch ein korallfarbenes Armband von H&M und so ein paar einfache weitere Armbänder. Außerdem trage ich dazu noch meine ASOS-Uhr. Und dazu kombiniert habe ich dann einfache Perlenohrringe. Die tragen eben auch zu dem etwas schickeren Look bei. Ja, und jetzt kommt natürlich das Wichtigste, und zwar ist es diese schöne Kette. Die ist auch von Primark, aber schon ungefähr ein halbes Jahr alt. Und die hat eben diese verschiedenen Farbtöne an sich. Dazu trage ich dann dieses Tanktop, oder beziehungsweise Top. Das habe ich von H&M. Vor einem halben Jahr ungefähr gekauft. Es ist ein bisschen größer, also war auch eine größere Größe, als ich normalerweise trage. Und da muss man auf jeden Fall ein weißes Top drunter ziehen, was ich jetzt aber nicht schlimm finde. Und dazu kombiniert habe ich eine beige Hose, die ist von River Island, und meine weißen Toms, die aus so einem Spitzenmuster sind. Und die Hose habe ich unten ein bisschen hochgekrempelt, dadurch wirkt das Ganze dann noch einmal extra lässig. Hier seht ihr die Schuhe nochmal aus der Nähe. Ich bin total verliebt in diese Schuhe, also das ist meine neue Frühlingsliebe, sag ich mal so. Und hier seht ihr dann den Nagellack, den ich trage. Ich finde, zu diesem Outfit kann man ruhig mal einen sehr, sehr knalligen Nagellack tragen. Ich trage von P2 die Farbe Flirt Alert, nennt sich die. Ja, und dann zeige ich euch jetzt den schicken Teil des Outfits. Und zwar besteht der in einem Blazer. Den habe ich von Mango. Ja, und dieser Blazer verleiht dem Outfit einfach nochmal das gewisse schicke Extra und lässt das Outfit ein bisschen eleganter wirken. Ich habe ihn an den Ärmeln hochgekrempelt. Hier zeige ich euch den Blazer nochmal aus der Nähe. Der hat halt auch Taschen, die ich jetzt aber noch nicht aufgemacht habe. Ja, und das war das erste Outfit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann kommen wir zum zweiten Outfit, welches sehr schick gehalten ist. Da trage ich nur silbernen Schmuck. Also einmal diese silberne Uhr, die ist von Christ, und ein silbernes Armband von H&M. Dazu kombiniert habe ich dann Nietenohrringe, die sind ebenfalls von H&M. Das lässt das Ganze so ein bisschen rockiger wirken. Passend dazu ist auch diese Kette in einem bisschen ja, rockigeren Stil, sage ich mal. Die ist von Primark, die gibt es glaube ich auch noch aktuell. Und dann trage ich eine weinrote Bluse und darüber einen Pullover, einen schwarz-weißen, der ist von Only. Den gibt es auch noch aktuell zu kaufen. Und die Bluse, die ist von Primark. Das Ganze habe ich dann vorne so in die Hose gesteckt, das trage ich immer ganz gerne so. Und dazu kombiniert habe ich dann eine dunkelgrüne Hose, die ist von Zara.
Und meine schwarzen Stiefeletten, die sind von Gert 17. Und die haben ebenfalls Nieten an der Seite, welche ich aber selbst draufgeklebt habe. Und hier seht ihr nochmal eine zweite Variante mit einer anderen Kette. Die lässt das ganze Outfit so ein bisschen romantischer und verspielter wirken. Dazu würde ich dann auch keine Nietenohrringe tragen, weil es einfach vom Stil her nicht passen würde. Aber das wollte ich euch auch einfach nochmal zeigen, wie das mit einer anderen Kette aussieht. Und jetzt kommen wir zum dritten Outfit, welches sehr sportlich gehalten ist. Ich trage zunächst einmal einen Zopf, den ich mir hinten so ein bisschen gelockt habe. Und hier seht ihr auch schon die Kette, um die sich das ganze Outfit eigentlich dreht. Und zwar ist es diese Blumenkette, die ist von Bijou Brigitte. Die gibt es, glaube ich, auch noch aktuell zu kaufen, falls ihr Glück habt. Dazu trage ich dann wieder knalligen Nagellack. Das finde ich passt sehr gut wieder mal zu einem einfachen Outfit. Und in diesem Outfit sind eigentlich die Accessoires das A und O, sag ich mal. Deswegen trage ich zwei Ringe. Und zwar ist der eine von H&M und der andere von Six. Und dann trage ich wieder einfach so ein paar Armbänder übereinander. Das trage ich immer so ganz gerne. Und meine Asus-Uhr. Und dazu kombiniert habe ich dann noch einfach goldene Ohrringe. Die sind ebenfalls von Six. Und zu so einem Outfit, welches in der Kleidung her eigentlich ganz einfach gehalten ist, finde ich auch immer noch einen knalligen Lippenstift sehr, sehr schön. Und ich habe jetzt hier einen pinken genommen von P2. Das ist diese Farbe. Dazu würde ich jetzt allerdings nicht den Nagellack tragen, den ich gerade habe. Aber naja, den hatte ich jetzt halt gerade drauf. Und hier seht ihr jetzt einfach das Oberteil. Also ein ganz einfaches weißes T-Shirt mit Rundhalsausschnitt. Deswegen seht ihr jetzt auch, warum die Accessoires so vielseitig gehalten sind. Denn das T-Shirt und die Hose auch an sich sind sehr, sehr einfach. Ich trage einfach eine dunkelblaue Jeans von Mango und meine weißen Chucks. Ja, wie ihr seht, sind der Hingucker in diesem Outfit wirklich die Statement-Kette und die anderen Accessoires. Aber ich finde, so kann man auch nochmal ganz gut sehen, wie die Statement-Kette ein Outfit verändern kann und was die aus einem einfachen T-Shirt-Jeans-Outfit herausholen kann. So, das waren jetzt alle meine Outfits, die ich mir so ausgedacht habe mit den Statement-Ketten. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie euch die Ideen von den Kombinationsmöglichkeiten gefallen haben. Das würde mich wirklich interessieren. Oder ihr lasst mir eine Wertung für das Video da würde ich mich auch sehr freuen. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass ihr auch noch bei der Leo liebt und bei ihrem Video vorbeischaut. Ich verlinke euch ihr Video hier einfach mal. Da könnt ihr einfach draufklicken und dann kommt ihr zu ihrem Video. Ja, und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag noch und einen schönen Sonntag. Und hoffe, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ich würde mich sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Everything is A-okay.